Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Scrap Mechanic. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Oxhawk und wir legen auch gleich los. Wir haben nicht nur die zwei Kreationen heute, sondern wieder mal vier Kreationen. Und ja, ich muss gleich mal einen Fehler gestehen, den ich gestern gemacht habe. Und zwar hatte ich diese Kreation hingestellt, aber nicht vorgestellt. Ich Idiot! Das tut mir leid, sorry. Er hat wahrscheinlich gedacht, hä? Was ist mit meinem Fahrzeug? Hat sich mein Fahrzeug nicht angeguckt? Das tut mir so leid. Und ich wusste nicht, wie ich dich kontaktieren soll. Aber ich mach's heute wieder gut. So, und deswegen fangen wir auch damit an. Und zwar haben wir hier einen wunderschönen Hot Rod. Das sieht echt cool aus. Ich mag ja Hot Rods, muss ich schon zugeben. Der Grill ist schon mal cool. Das ist schon mal kreativ. Ist ohne Mods gebaut worden. Oh, hinten fehlt Licht ein bisschen. Wenigstens ein Lämpchen irgendwie. Schöne fette Motoren. Hier haben wir gleich direkt keinen Auspuff an der Seite oder hinten, sondern direkt am am Krümmer. Direkt am Krümmer. Gleich rausfutzen. So, was haben wir noch? Tassen als Vergaser oder Ansaugbrücke. Nicht schlecht. Wie kommt man in dieses Auto rein? Da ist gar keine Tür. Von oben. Aha. So, was haben wir denn? Nur Licht und das war's auch schon. Ja, schön. Sehr gemütlich, gefällt mir gut, nicht so übertrieben, wie es viele gerne machen. Ein Tick mehr Leistung dürfte es vielleicht sogar sein. Aber das kommt ein bisschen drauf an, was für Motor er drin hätte. Wenn er jetzt hier was Sparsames drin hätte oder einen alten Ford T-Modell Motor oder sowas, dann wäre der natürlich nicht so schnell. Dann wäre der jetzt so wie jetzt. Deswegen sage ich jetzt mal, cool. Dankeschön. Schöne Sache. Gefällt mir sehr, sehr gut, Luke. Das hast du echt gut gemacht. Habe ich irgendwas zu meckern? Also an einer Sache bin ich ein bisschen am Überlegen. Das ist die Fahrzeugbreite. Vorne ist okay, ja. Ich weiß nur nicht, ob der Reifen zwei Blöcke weit außen stehen sollte. Das weiß ich noch nicht. Also ich hätte ihn wahrscheinlich, vermutlich, hätte das weiter vorne eins breiter gemacht. Oder hier so einen Platzhalter gemacht. Jetzt denkt ihr einfach diese Stange da weg. Es geht jetzt nur, um mal zu gucken, wie das optisch aussehen würde. Oh. Falsche Reihe. Na, geht's jetzt nur, um mal zu gucken, wie das optisch aussieht. Also ich weiß nicht, ich glaube, mir würde das so besser gefallen. Aber ich bin selber unsicher, ob ich das wirklich so besser finde. Hinzu kommt, man hat hier ein kleines Problem, und zwar wie hier das hier jetzt lösen, ne? Hier diese Kanten, damit das vernünftig aussieht. Man müsste hier dann so einen Kasten hinmachen und so. Wobei ich sowieso die Seitenscheibe ein bisschen komisch finde. So ein Hot Rod hat meistens nicht so eine Seitenscheibe. Ich glaube, ich überhaupt das Interface aus. Weiß ich nicht. Also normalerweise haben die nur ganz wenig Fenster, ne? Also tatsächlich so. Meistens. Manchmal gibt es noch hinten ein kleines Fenster, aber meistens sind die tatsächlich so. Also wirklich komplett zu. Aber schön geschoppt und so. Also das passt eigentlich schon. Aber das ist Geschmackssache. Das, der eine magst du, der andere so. So, was haben wir noch? Machen wir das Fahrzeug. Ne, warte, machen wir das Fahrzeug down.
Tobi Töhle. Dieses Pulsarhund ist von mir selber entwickelt und darf von jedem YouTuber vorgestellt werden. Dieses Objekt darf nur für in veränderte Version wieder hochgeladen werden. Aha. Okay. Gibt's auch selten. Das Fahrzeug ist sehr umweltfreundlich. Hybrid. Das bedeutet, dass er sowohl ein E- als auch ein Benzinmotor besitzt. Ansonsten viel Spaß beim Verbrecher jagen. Haha, cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 0. 1 bis 2, 5 hintere Türen. Okay. So, schauen wir mal. Okay. Sieht schon mal cool aus, ohne Mods wieder mal. Schön. Ein bisschen la. Ach so. Was ist eine Art eine Limousine? Aha, okay, ja, cool. Wow, viele Knöpfe, ja geil. Das sieht cool aus. Okay. Mal hinten gucken. Kofferraum haben wir da auch. Ah, super, geil. Cool. Warte mal, ich mach das mal weg. Das ist ja schön. Was haben wir hier? Was könnte das sein? Schlagstücke oder so. Oder diese Dinger zum Rauswinken. Stopp, halt raus. Hier nicht betreten. Dings, ja, da ist so Standard-Equipment. Cool. So, werden wir mal zum Polizeifahrer. Motor. Tür. Kofferraum. Oh yeah. Aha. Aha. Nicht schlecht. Also ich muss schon sagen, gar nicht mal so verkehrt. Oh, die Lenkung hängt. Warum auch immer. Okay, Blinker sind asynchron. Und ich kann den Blinker kaputt machen. Wie man sehen kann. Also, das ist ein bisschen schade. Der Blinker funktioniert nicht so gut, aber... Das ist jetzt nichts Schlimmes. Fahren tut das sich auch ganz gut, bis auf, dass die Reifen vorne immer ein bisschen hängen. Leichtes Driften, das ist okay. Ja, jetzt macht er hier V-Stellung. Nee, eigentlich ein sehr cooles Fahrzeug, also schon nicht schlecht. Mir fehlt es vielleicht da und hier und auch noch so ein bisschen an Details, aber das ist jetzt nichts Wildes. Radstand ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Den Reifen würde ich vielleicht tatsächlich irgendwie hierhin platzieren, auch nicht so weit hinten, weil so ist man sich ein bisschen unsicher, wo vorne und hinten ist. Aber sonst echt cool, oder? Schön. Schön. So, was haben wir noch? Den hier, genau, der Gun Car von Mr. Gaming Plek. Das ist leider, dass mit den Waffen angetrieben wird. Die Inspiration habe ich von XaugLP. Stimmt, wir hatten mal sowas gebaut. XaugLP und andere YouTuber dürfen das natürlich gerne vorstellen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wichtig, am linken Hinterreifen ist ein Schalter, der, wenn er eingestellt ist, die Bremsen aktiviert, sobald Schalter 2, 3 und 4 aktiviert sind, damit das Gun Car nicht beim Fahren umkippt. Hä? Schauen wir mal. Jetzt bin ich ja gespannt. Also er hat scheinbar verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Das ist Bremsen. Schub 1. Schub 2. Schub 3. Was ist das für ein Schalter? Der macht eine Hupe. Hey, die Hupe ist ja gar nicht verbunden mit dem Sitz. Was ist das? Hey, was macht der denn, der Schalter? Ich weiß nicht, was der Schalter macht, aber wir binden ihn jetzt mal mit. Also wenn... Wenn 2, 3, 4 aktiv ist und ich die 6 anmache, schießt der vorne auch weg. Was er eigentlich bei 1 hat.
Also keine Ahnung, wie genau das jetzt gemeint ist. Au. Das Auto mag mich. Aber schnell ist er, ne? Schnell ist er. Ja, schönes Fahrzeug. 5. Das Wichtigste ist eine Hupe. Oh, die war nicht verbunden. Sobald Schalter 2, 3 und 4 aktiviert sind, damit das Ganka nicht beim Fahren umkippt. Bremse aktiviert. Aha. Hm. Naja, gut. So. Was haben wir hier? Wir haben hier ein, wo ist es? Das da ist es. Von Red Cookie! Hui, hui, hui! Ein Breakdance-Car? Naja, gut. Genau. Name sage ich nicht. Okay, Bauzeit sollte ich mitrechnen. Keine Ahnung. Dies ist mein erstes Fahrzeug. Ah, okay. Ich muss eine ganze lange überlegen. Aber habe es doch noch geschafft. Ich halte mich lieber kurz. Ja, ist ja witzig. Das ist ja ein Spaßvogel. Motorhaube, Kofferraum, Tür, Licht, Blinker, Blinker, rechts, Hupe, rechts, Licht, Leselicht, für Fahrer, Sitz. Steuerung 1, 2, Leselicht, über den Sitz. Okay. Wow. Dein erstes Fahrzeug. Wollen wir mal nicht so gemein sein, hä? Okay. Sieht nach einem interessanten Fahrzeugkonzept aus. Mit allen Finessen. Ein Rücklicht, ne? Meistens haben Autos heutzutage nur noch ein Rücklicht. Früher war es oft so, dass sie eine ganze Leiste hatten. Jetzt haben sie nur ein kleines Rücklicht. Schön. Auspuff finde ich auch nett. Hast du dran gedacht? Sogar mit Endschalldämpfer und wahrscheinlich Katalysator. Nee, kein Katalysator, aber das macht ja nichts. Oder? Warte, lass mal gucken. Vielleicht ist ja doch einer da irgendwo versteckt. Nee, ist keiner versteckt. Okay. So. Was haben wir hier? Türen. Schöne große Türen. Funktionieren auch alle super. Und alle haben Leselicht. Schaut mal her, das ist ja Wahnsinn. Cool. Das hat auch noch keiner gemacht. Gucken wir mal die Innenperspektive. Da, Leselicht. Schön. Schöne Idee. Tür zu. Oh, die Tür. Nee, ach, das. Ach, eins ist Motorhaube. Wichtiger Tipp: Tür immer auf 1 setzen. Ganz wichtig. Oh, er hat doch einen Kofferraum. Ich habe gedacht, er hat keinen. 3 ist jetzt die Tür. Okay. Nochmal normales Licht. Blinker. Für dein erstes Fahrzeug schon ein Blinker. Nicht schlecht. Außer, dass er asynchron läuft. Ist eigentlich ganz cool. Wow! Wow! Wahnsinn, hört ihr den Hall? Ha! Das ist Rücklicht, cool. Als Schalter und damit machen wir unser Leselicht an. Schön! So, Lenkung. Oh! Lenkung ist nicht so gut. Nee, das ist, um ehrlich zu sein, scheiße. Aber dazu gleich mehr. So, fahren wir mal ein bisschen. Ach schön, nicht zu viel Leistung, genau, schön gemütlich. Erinnert schon ein bisschen an so ein Fiat Multipla. Da siehst du, jetzt habe ich die Tür gesucht. Okay, was ist hier los? Stoßdämpfer würde ich auf jeden Fall ein bisschen stärker machen. Ne? Hier so vielleicht auf 5 oder 4, je nachdem, müssen wir mal gucken. Wenn wir alle eingestellt haben. Ja, also. Vielleicht sogar sehr. Ja, bei 6 ist es zu weit oben. Hm. Da musst du ein bisschen spielen mit dem Gewicht. Dann geht das theoretisch auch mit der Lenkung hier, ne? Also, wenn man jetzt hier so lenkt, ne? Das würde jetzt funktionieren. Schönes wippendes Fahrzeug. Aber du siehst selber, ne? Die Reifen haben alle ein bisschen wenig Platz. Also da musst du denen hier so ein bisschen mehr Platz geben. Zum Beispiel hier mit so Schrägen. Jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man jetzt sich nicht
Das sieht jetzt nicht besonders schön aus, aber... So, irgendwie würde ich das an deiner Stelle machen. Oh, jetzt habe ich hier die Blockreihe weggemacht. Weil das da ein bisschen mehr Platz ist. Und dann hast du da auch noch mal ein bisschen so Details reingesetzt. Ansonsten, sehr schönes Auto. Gefällt mir sehr gut. Ja! Irgendwo im Hintergrund hört man Geräusche. Das ist das Spatkan-Kar noch. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es davon ist, ein Like da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace! Und einen schönen